Hallöchen, Luise Heinzel hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Junk Journal Art. Schön, dass du wieder da bist. Oder vielleicht bist du auch neu. Schön, dass du hierher gefunden hast. Ich hoffe, dir wird gefallen, was ich dir heute hier mal so zu Gemüte führen möchte. Ich möchte nämlich gerne heute ein paar Snippet Rolls, also so Schnipselrollen, für mein Ocean Eyes Junk Journal machen. Und einerseits möchte ich dir gerne zeigen, wie du das selber auch machen kannst, mit Überbleibseln, die du so auf deinem Tisch herumliegen hast. Und ich möchte dir auch zeigen, wie ich das in meinem Junk Journal verwende und da ja so ein paar kleine i-Tüpfelchen noch setze, wenn ich das Junk Journal eigentlich schon fast fertig habe. Wie du siehst, ich habe das hier schon mal so liegen, ne? Also das hier müsstest du kennen, wenn du den Kanal hier verfolgst und wenn du das verfolgst, was ich hier bisher gemacht habe mit diesem Journal. Die Signaturen sind ins Cover eingebunden und so weiter und so fort. Ich habe hier außerhalb der Kamera noch so ein bisschen Gedöns hier außen dran gemacht, damit das von außen auch noch so ein bisschen edler aussieht. Und ja, habe ich hier, guck mal, habe ich hier so kleine Münzen genommen, weil so wegen, ne, Unterwasserschatz und so, ne, so Schatztruhe finden, so Taucher, die finden ja auch so, naja. Und die Meerjungfrauen, die verstecken die Schätze wahrscheinlich auch da unten irgendwo. Ja, mir ist das ganz passend erschienen, hier sowas dran zu machen. Ich habe hier auch noch ein paar so Seepferdchen dran gemacht, ein paar Seesterne und so weiter. Und dieses Journal befindet sich jetzt, ja, sozusagen in den letzten Zügen. Es gibt noch einige Dinge, die ich da auf jeden Fall ergänzen möchte. Und das ist eben unter anderem, ja, Teile von so einer Schnipselrolle. Dazu brauchen wir natürlich erstmal die Schnipselrolle, ne? Müssen wir uns die erstmal machen. Das war gerade hier an die Seite liegen. Das schaut einfach so schön aus. Ich habe jetzt mir erstmal alles genommen, was ich hier so umherliegen habe. Und das hier, das werde ich jetzt als allererstes einmal sortieren ein bisschen. Und zwar nach größeren Stücken und kleineren Stücken. Und ich habe mir diesmal überlegt, ich möchte meine Schnipselrolle diesmal nicht so sehr junkig machen. Ich möchte nicht, dass am Rand zu viel Zeugs raussteht. Es kann ja, es gibt ja die Möglichkeit, auch wirklich so ganz wahllos irgendwelche Schnipsel aneinander zu nähen. Das möchte ich heute nicht so machen, weil mir das für dieses Journal einfach nicht so passend erscheint. Aber das könnte man natürlich auch tun. Sowas hast du bestimmt auch schon mal irgendwo gesehen. Deswegen für meinen Plan sortiere ich mir jetzt als allererstes mal meine ganzen Schnipsel so, dass ich diese langen Streifen, die ich von meinen Seiten abgeschnitten habe, um diese auf die richtige Größe zu bringen, so wie das hier zum Beispiel oder sowas, oder unter Umständen auch sowas, wo das hier so ein bisschen an der Seite abgerissen ist. Das lege ich mir jetzt erstmal alles auf einen Stapel, so dass ich das hier schon mal an Ort und Stelle zur Verfügung habe, und die anderen Sachen sortiere ich mir auch so ein bisschen nach Größe, dass so kleine Sachen zum Beispiel auf einem Haufen liegen und ich da später einen leichteren Überblick habe. Übrigens, wenn ihr noch weitere Ideen sehen wollt, wie man so eine Schnipselrolle machen kann, dann schaut doch mal bitte heute bei Susanne von Bollenhut Art vorbei. Die macht nämlich auch heute ein Video zum Thema Schnipselrollen. Das Video von ihr ist natürlich unten auch in der Infobox verlinkt. Jetzt habe ich hier zum Beispiel so eine Buchseite, ne? Die ist jetzt sehr groß. Die ist nicht ins Journal reingekommen. Die hat ja irgendwie ihre Chance verpasst, aber das heißt noch lange nicht, dass ich die jetzt nicht hierfür benutzen kann, denn die hat die richtigen Farben. Also hier sind auch die Farben drauf, die in dem Journal auch vorkommen, oder auch so kurze Sachen wie das hier zum Beispiel, kann man sich dann einfach auf die gewünschte Breite, was ist das denn hier, zurechtreißen und dann auch noch natürlich mit benutzen. So, jetzt werde ich mir als erstes mal diese längeren Stücke hier vornehmen und mir die einmal aneinander kleben, so dass ich eine, ja, im Prinzip eine lange Rolle habe. Wenn du jetzt zum Beispiel, ja, relativ wenig Platz hast oder du weißt nicht, wie du das später aufbewahren sollst, oder du denkst, ich brauche ja gar nicht so viel, dann kannst du natürlich auch diese Schnipsel, also diese Streifen meine ich jetzt, dir einzeln irgendwo aufbewahren. Ich klebe das ganz gerne so aneinander, weil ich das ja später unter meiner Nähmaschine durchschieben werde, und dann kann ich das in einem Stück unter meiner Nähmaschine durchlaufen lassen. Das ist wesentlich einfacher, als wenn ich mit jedem einzelnen Streifen dahin laufen muss und mit jedem einzelnen Streifen wieder neu anfangen muss zu nähen, sozusagen. Aber das kann man natürlich selbstverständlich machen, wie man möchte.
So, und wenn ich meine ganzen Teile da so aneinander geklebt habe, dann kann ich auch schon anfangen mit weiteren Schichten, die ich hier drauf klebe. Und ich möchte das jetzt hier so machen, dass diese Schnipselrolle nicht so, wer weiß, wie ausgeschnipselt aussieht. Ich möchte gerne, dass diese, ja, eckige Optik erhalten bleibt, denn ich brauche auch in meinem Junk Journal später noch ein paar, ja, so Sachen wie Bellybänder. Da habe ich nämlich noch nicht so viele. Da fehlt mir auf jeden Fall noch was. Und da ist es einfach leichter, wenn man das macht, aber man hat nicht zu viel Zeug, was jetzt zum Beispiel hier außen so raussteht. Das möchte ich jetzt gerne vermeiden, aber du kannst das natürlich selbstverständlich so machen, wie dir das am besten gefällt, und du kannst das komplett so variieren, wie du das gerne möchtest. Ich bin jetzt mit relativ großen Stücken hier zum Ende von meiner Snippet Roll gewandert, und wenn ich hier am Ende angekommen bin, dann mache ich das Gleiche nochmal in der anderen Richtung zurück. Benutze nochmal genau die gleichen Schnipsel, aber diesmal etwas kleinere Stücke. Und hier versuche ich auch wieder, das so ein bisschen überlappen zu lassen und an den Stellen, wo zum Beispiel gerade Kanten sind, diese geraden Kanten zu durchbrechen, indem ich hier zum Beispiel sowas drüber klebe. Aber ich verwende jetzt wesentlich kleinere Schnipsel, als ich das vorher getan habe, sodass das Ganze ein bisschen filigraner einfach wird und nicht später so riesen Schnopper da in meinem Journal habe. Aber das kann man natürlich auch ganz nach Geschmackssache machen, wenn man sagt, oh, so große Schnipsel passen mir gut, oder ich möchte das einfach ein bisschen gröber haben, dann kann man das selbstverständlich so auch machen. Wenn man das nicht möchte, ist das ein ganz guter Trick, jetzt nochmal wieder zurückzugehen, quasi hier auf der Rolle immer so hin und her wandern und dann einfach bisschen kleinere Sachen hier noch aufzukleben. So, wenn dieser ganze Streifen hier gut getrocknet ist, ne, Prittstift und so weiter, muss gut trocken sein, dann können wir damit hier mal schon mal einmal zur Nähmaschine gehen. Ich mache das ganz gerne deshalb so, weil ich mir die weiteren Schritte dann einfach besser vorstellen kann. Es geht mir jetzt darum, dieses Ganze einmal zu umnähen, ein bisschen so schon interessante Dinge darauf zu erschaffen, alleine nur durch die Naht von der Nähmaschine. Wenn du keine Nähmaschine hast, kannst du das natürlich auch stempeln mit einem so einem kleinen Zickzackstempel. Gibt's ja auch so Nahtstempel, die so aussehen, als wenn es, ne, mit der Nähmaschine genäht wurde. Oder du kannst auch einen schwarzen Stift nehmen und so umeinander malen und kannst dir da jetzt einfach mal so ein bisschen, ne, austoben und so weiter. Und was man auch natürlich machen kann, ist, wenn man da jetzt noch irgendwas am Tisch neben sich liegen hat, das kann man natürlich während des Nähens jetzt noch mit aufnehmen und hier noch irgendwo einfügen, sodass man dann noch weitere Schnipsel und weitere kleine Sachen hiermit aufbringen kann. Nicht erschrecken, es geht los. So, ein bisschen sehr nah aneinander. Naja. So, wenn wir das Ganze dann hier mal so genäht haben, dann schaut das so aus. Also, ja, ne? Bisschen viel irgendwie für dieses Kamerabild. Aber ist natürlich gut, dass wir das hier so gemacht haben, weil jetzt haben wir da so ein bisschen Material, was wir da gleich benutzen können. Und ich werde das jetzt so machen. Und das mache ich jetzt wirklich nur wegen der Filmproblematik, dass ich das jetzt schon mal in Streifen schneide. Die nächsten Schritte würde ich jetzt eigentlich, wenn die Kamera nicht laufen würde, ganz normal auf der kompletten Rolle machen. Aber weil ich euch das dann so schlecht zeigen kann, habe ich mir jetzt gerade gedacht, ich schneide das mal hier ab. Dann kann man das vielleicht ein bisschen besser überblicken. Und vor allen Dingen, wenn du nicht so einen großen Tisch hast, ist es natürlich auch wesentlich leichter, das Ganze zu handeln. Manche Menschen rollen das auf jetzt. Deswegen heißt das auch Schnipselrolle. Und rollen sich das auf irgendwie so eine kleine Spule oder sowas auf.
dann muss man es natürlich jedes Mal wieder abrollen. Das spart dann sehr relativ viel Platz, klar. Aber da muss man es halt auch jedes Mal wieder abrollen und wieder aufrollen, ne? Also so finde ich es viel, viel handelbarer und viel einfacher. Für mich ist das viel angenehmer, wenn ich das so machen kann. Und es ist natürlich auch einfacher zum Zeigen. So, tu mal das mal hier weg. Und jetzt lege ich mir nur so viele hin, dass ihr das da so sehen könnt. Jetzt lege ich mir die alle mal hier so relativ dicht aneinander. So, also farblich passt das ja schon mal ganz gut. Besonders stolz bin ich ja auf dieses Seifenpapier hier. Das ist blau mit dem goldenen. Das ist so ein Seifenpapier gewesen. Also von so einer, ja, ganz alten Seife. So ein, ja, wie sagt man da? Keine Ahnung. Und das passt aber ganz gut dazu. Das habe ich schon Ewigkeiten. Und jetzt freue ich mich voll, dass ich das jetzt hier habe benutzen können, weil das jetzt einfach gut dazu gepasst hat. Jetzt nehme ich mir hier die Stempel, die ich auch schon vorher in dem Journal verwendet habe, hier und da, und mache mir die auf so einen Acrylblock drauf. Und hier siehst du schon, ich habe jetzt diese Schriftstempel genommen. Die verwendet man ja für gewöhnlich einzeln. Ich habe die jetzt aber alle hier drauf gemacht, sodass ich mir jetzt das Leben hier ein bisschen einfacher machen kann. Und es geht jetzt auch nicht darum, einen wer weiß wie tollen Stempelabdruck zu kriegen, sondern ich möchte jetzt einfach hier drauf so ein bisschen was Interessantes haben, hier und da. Insbesondere dort, wo so freie Stellen sind, wie hier zum Beispiel bei diesem kleinen Zahlenzettel hier, war ja vorher alles blau drumherum. Da kann man das jetzt ein bisschen interessanter machen, indem man da drauf stempelt. Oder so wie hier zum Beispiel. Und ich verwende ganz gerne die Stempel, die ich auch in dem Journal verwendet habe, so dass man da auch nochmal dann den Zusammenhang gut sehen kann und dass sich das Ganze nochmal so ein bisschen wiederholt. Dann sieht man auch, ne, der hat da sich was bei gedacht, der das Journal gemacht hat. Also hoffentlich, denke ich mir das mal so. Dann möchte ich als nächstes von diesem Glanzzeit-Tintenblau-Dingsbums hier benutzen. Das hatte ich euch schon mal auch in einem der anderen Videos gezeigt, wo wir diese kleinen Sticker da gemacht haben. Und das kommt halt ja als Farbe relativ häufig in dem Journal vor. Deswegen möchte ich das jetzt hier auf dieses Dings, auf diese Snippet-Roll-Teile auch gerne haben. Und ich werde die jetzt wie, als wenn das ein Masterboard wäre, so aneinander legen. Das ist natürlich, wenn man jetzt eine Schablone verwenden will, sehr, sehr hilfreich. Jetzt kann man die so ein bisschen überlappen lassen. Dann hat man hier jetzt so eine ganz große Fläche. Die ist jetzt in Wirklichkeit viel größer, als ihr das sehen könnt. Die geht nach da hinten noch weiter, was ihr jetzt im Kamerabild nicht mehr sehen könnt. Aber so habe ich jetzt die Chance, auf diese Teile komplett ohne nachzudenken, dieses auftragen zu können, hier und da. Und ich kann das nicht kontrollieren. Und das ist das Gute daran. Ich kann jetzt nicht kontrollieren, wo kommt das genau hin? Wie wird das später aussehen? Und genau das macht eigentlich die Sache aus. Das wird jetzt auch hier mit Sicherheit kein klarer Abdruck dieser Schablone werden. Das ist aber auch nichts, was ich in diesem Moment anstrebe. Oh, ist doch verhältnismäßig gut zu erkennen. Ja, das ist ja gar nicht schlecht. Aber das ist nichts, was ich jetzt hier wirklich bewusst anstrebe. Das darf ruhig ein bisschen unregelmäßig sein. Das darf ruhig abstrakt sein. Und ja, dass es einfach ja interessant aussieht. Manchmal sehen die Dinge, die misslungen sind, ja viel interessanter aus als die Dinge, die gelungen sind. Und auch wenn ich da... Oh, das könnt ihr jetzt auch gerade nicht sehen. Da habe ich gerade so ein bisschen was daneben geschmiert. Das macht mir überhaupt nichts. Das kann man auch extra machen. Wenn man hier was hat, dann kann man das einfach irgendwo so draufdrücken. Zum Beispiel so. Schaut auch nicht schlecht aus, finde ich jetzt gerade. Schaut ein bisschen aus, so wie so eine kleine Koralle mit dieser... Oh, das werde ich gleich mal noch ein bisschen extra so machen, glaube ich. Ja, wenn man sowas rausfindet, macht das einfach irgendwie... Stört euch nicht dran, ob das ordentlich wird oder nicht. Und wenn ihr da was rausgefunden habt, was gut aussieht, weil man da irgendwie so mit dem Ding drauf drückt, dann macht das ruhig einfach so. Ja, so, wenn wir jetzt gerade hier schon bei der Schweinerei sind, dann könnten wir uns eigentlich auch ein bisschen weißes, verdünntes Gesso noch nehmen. Und
da ein bisschen so rumspritzen. Und jetzt habe ich mir gerade gedacht, ich habe das hier in so einer Flasche. Das habe ich einfach mal aufgefüllt, als das normale Gesso schon fast leer war. Einfach mit Wasser aufgefüllt, sodass ich das immer in verdünntem Zustand schon habe. Und ich denke mir gerade, kann ich das nicht einfach von oben da so drauf klatschen lassen? Huh! Ja, kann ich schon, aber vielleicht nicht so viel. Geht das irgendwie? Dass man ein paar so größere Spritzer nämlich auch hinkriegt. Das ist vielleicht ein bisschen sehr groß, ne? Ja, aber an der einen oder anderen Stelle vielleicht gar nicht schlecht. Ich bin jetzt auch gespannt, was da mit dieser Paste passiert. Die habe ich nämlich jetzt zwischendurch nicht getrocknet. Nichtsdestotrotz werde ich mir dann aber jetzt doch noch, wenn ich wüsste, wo ich den habe, hier so einen Spritzepinsel nehmen und ein kleines bisschen filigranere Spritzerchen da noch drauf machen. Naja. Oh. Und ich weiß, das schaut jetzt sehr grauenerregend aus, wenn man das zum ersten Mal sieht. Als ich das erste Mal gesehen habe, wie das einer gemacht hat, ne, also falls du Anfänger bist, erschreck dich bitte nicht. Du wirst ja später dieses hier nicht im Ganzen sehen. Als ich das erste Mal gesehen habe, wie das einer gemacht hat, also jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz so extrem, wie ich es jetzt hier tue mit diesem Gesso und dem Blauen und so, ne, das war jetzt vielleicht nicht ganz so extrem, aber auch sehr wirr und sehr, sehr wuselig. Da habe ich gedacht, meine Güte, was soll da denn draus werden, ne, das kann ja nichts werden, das kann ja nicht gut aussehen. Aber vertrau mir bitte, das schaut hinterher ganz hervorragend aus, weil du ja nur einzelne Teile davon siehst. Und ich spritze mir gerade volle mein iPad voll, ey. Ich könnte gerade ausrasten. So. Mann, Mann, Mann. Das lasse ich jetzt mal trocknen, beziehungsweise werde ich dem Ganzen etwas auf die Sprünge helfen, indem ich das mit meinem Heißluftföhn trockne. War ja das Display von meinem iPad sauber. Und wenn das getrocknet ist, bin ich wieder da. Also das hat jetzt nicht ganz so lange gedauert. Wie du siehst, ist es auch noch nicht trocken. Ich habe nämlich gerade gedacht, nachdem ich diesen Satz ausgesprochen hatte, ich habe ja hier noch diese ganzen kleinen Teile, ne? Diese mini-pupsi-kleinen Teile aus dieser einen Happy Mail. Wie wäre es, wenn wir das nehmen und das jetzt in das Feuchte hier reinwerfen? Ob das da kleben bleibt, das werden wir später sehen. Ich werde es jetzt versuchen in dieses, das habe ich noch nie vorher gemacht, das ist mir nur jetzt gerade spontan eingefallen. Da ist ja auch so Glitzer und so Zeug dabei. Und wenn das funktionieren würde, wäre das natürlich ganz genial. Aber ich denke mal, dass das gehen sollte. Insbesondere da, wo das Ganze hier so ein bisschen dicker aufgetragen ist, sollte das doch wohl eigentlich kleben bleiben. Ich versuche das jetzt mal dahin zu werfen, wo das Gesso ein bisschen dicker ist. Und wenn das trocknet, dann sollte das eigentlich da haften bleiben. So, das Ganze ist jetzt so halbwegs trocken. Das hat relativ gut funktioniert mit dem Föhnen hier. Manche Teile sind mir so ein bisschen weggeflogen. Das meiste ist aber da geblieben, wo es vorher auch war und hat sich so mit dem Gesso gut verbunden. Ich kann das jetzt noch nicht anfassen, weil es teilweise noch nicht ganz trocken ist. Aber da, wo es trocken ist, merke ich, dass diese kleinen Dinger da wirklich gut dran kleben bleiben. Sollte das nicht der Fall sein, dann kann man über diese Stellen ja später noch mit einem bisschen klarem Versiegeler drüber gehen, zum Beispiel Mod Podge oder irgendwas anderes. Und das ein bisschen in Position halten auf den einzelnen Teilen. Das wäre jetzt irgendwie kein Problem. Um eine Verbindung zum Cover zu kriegen, auf dem ich ja so ein bisschen Vintage Photo Distress Oxide benutzt habe, werde ich das jetzt hier auch machen und hier aus meinem Nachfüller so ein ganz paar Pünktchen von eben dieser Tinte auftragen. Erstmal irgendwie so wahllos ein bisschen so hin und her gedödelt hier, ne? Dann werde ich gleich noch ein bisschen Wasser spritzen. Das mache ich jetzt auch deshalb, weil mir das Ganze noch nicht Vintage genug ist. Also das reicht mir einfach noch nicht aus an, ja, braun, sagen wir mal. Und ich nehme auch die Distress Ink Forest Moss, direkt hier aus dem Nachfüller. Auch die habe ich auch vorne auf dem Cover verwendet und möchte einfach diesen Farbton jetzt hier noch so ein bisschen rauskitzeln. Denn dieses Grün, das habe ich mir relativ spät überlegt für das Cover. Das erschien mir auf einmal passend. War so eine kleine Eingebung oder wie sagt man da.
Und das habe ich mir aber sehr spät überlegt. Das kommt jetzt in dem Journal verhältnismäßig wenig vor, fast gar noch nicht. Und da möchte ich jetzt unter anderem hier auch noch so ein bisschen so eine Verbindung versuchen zu erschaffen, indem ich das hier noch mit aufnehme. Jetzt spritze ich einfach hier, wo ich vorher diese Pünktchen gemacht habe mit der Tinte, so ein bisschen Wasser hin und lasse das hier so ein bisschen verlaufen. So, das schaut doch schon gar nicht so schlecht aus, oder? Dann können wir das jetzt hier mal so stapeln und mal überlegen, wie wir das Ganze jetzt in unser Journal einfügen können. Und jetzt werde ich mir verschiedene Stellen aussuchen, wo ich das in meinem Journal unterbringen kann. Es ist vermutlich nahezu unmöglich, alle Einsatzmöglichkeiten einer solchen Snippet Roll in einem Video zu zeigen. Ja, wie soll ich das mal sagen? Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, das ist einfach grandios und vor allen Dingen unbegrenzt. Die erste Möglichkeit, was man natürlich machen kann, und ich denke, das bietet sich hier perfekt an, ist ein Bellyband zu machen. Und jetzt gilt eigentlich für mich, also das ist nur meine persönliche Meinung, für jedes einzelne Element natürlich zu überlegen, wie kann ich das so machen, dass es möglichst handhabbar wird in dem Journal später. Zum Beispiel gefällt mir jetzt dieser Abschnitt hier ganz gut für das Bellyband und ich würde das gerne auch als solches, genauso wie es hier ist, hier verwenden. Jetzt ist aber das Problem, wenn ich das einfach abschneide und das hier oben festklebe und unten, so dass ich etwas hier dahinter stecken kann, dass dieses Ding hier, dieses kleine Ticket, sehr nach oben steht und mich das hindern kann, wenn ich hier was reinstecken möchte. Deshalb werde ich das etwas anders machen und werde das etwas kürzer abschneiden. Hier und hier. Und dann werde ich da nochmal ein anderes Papier dahinter setzen und anschließend noch einmal drumherum nähen. Und dieses Papier, was ich da dahinter setze, das ist schlichtweg ein bisschen größer als dieses Bellyband an sich. Und drumherum genäht habe ich jetzt auch schon mal. Wie man sieht, ist das jetzt hier so festgenäht. Ne? Wenn du keine Nähmaschine hast, dann kannst du das natürlich auch auf ein Papier draufkleben und hier einfach drumherum stempeln oder diese Naht malen. Das geht natürlich auch. Ich finde, das schaut jetzt richtig gut aus. Allerdings ist das jetzt etwas zu lang. Es liegt daran, dass diese Seite etwas kürzer ist als die andere. Das habe ich vorher nicht bedacht. Macht aber nichts. Schneiden wir das einfach hier unten. Upsala. Bitte gerade. Kann man das nämlich so schlecht aufkleben. Schneiden wir das hier ein bisschen ab und oben auch noch ein Stückchen. Und einige von euch hatten mich mal gefragt, welchen Kleber ich benutze, um solche Sachen festzukleben. Also insbesondere so Taschen oder Tuckspots oder eben auch solche Bellybänder. Dieses hier ist jetzt Buchbindeleim und ich bin jetzt inzwischen tatsächlich wieder zum Buchbindeleim zurückgekehrt. Ich habe den ganz früher eigentlich immer verwendet. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich den ja sowieso an meinem Tisch immer stehen hatte, weil, ne, buchgebunden, stand der halt immer da rum. Das war ein Kleber, den ich immer sowieso immer zu Hause hatte. Und dann habe ich auch automatisch irgendwie, aus auch Ermangelung an anderem Kleber, oder wie soll man sagen,
meine Ephemera-Teile und meine ganzen Dekorationen immer mit dem Buchbindeleim festgeklebt. Aus irgendeinem Grund bin ich dann, und es hat auch gut funktioniert, aus irgendeinem Grund bin ich dann mal zu anderen Klebern übergegangen, aber jetzt bin ich tatsächlich für dieses zum Kleben wieder zum Buchbindeleim zurückgekehrt. Da hat man das Gefühl, wenn man hier so drüber geht, dass das eins wird mit dem Papier darunter. Das trocknet sehr schnell, das lässt sich sehr leicht auch so feststreichen. Und ich finde das einfach genial. Aber da kann man natürlich auch jeden anderen Kleber verwenden. Ich habe das jetzt nur erzählt, weil ihr mich danach gefragt habt. Dann haben wir hier so ein Bellyband, das man jetzt benutzen kann, um etwas hier dahinter zu verstecken. Eine kleine Journaling-Karte, ein Brief oder ein Foto oder was auch immer. Dann schauen wir mal hier weiter. Hier zum Beispiel könnte man vielleicht auch was machen. Und hier denke ich mir, ich hatte hier ein so ein Stück. Jetzt weiß ich nicht, ob das durch das ganze Rumgenähe und Rumgespritze tatsächlich noch so aussieht, wie ich es ursprünglich in Erinnerung hatte. Ja, dieses hier. Hier habe ich einen Tuckspot aufgenäht, der auch aus einem meiner digitalen Printables stammt. Den hatte ich da noch so rumliegen. Und ich würde mich jetzt mal wirklich dafür interessieren, ob man das hier nochmal hochkriegt, aber es geht leider nicht. Da ist jetzt Gesso dahinter gelaufen oder irgendwas. Sonst hätte man hier noch was reinstecken können. Also das geht natürlich, aber das hält natürlich nicht, wer weiß wie gut fest, ne? Aber was wir durchaus machen könnten, wäre, dieses Stück hier zu nehmen und so eine kleine, ja, so eine Corner-Tuck-Illusion zu erschaffen, indem das hier nämlich so aussieht wie eine kleine Eckentasche. So. Was Winziges kann man hier ja trotzdem noch reinstecken. Könnte man das hier so aufkleben. Und das andere vielleicht hier oben hin. Ich muss hier nur mal gucken. Ich habe hier die Seiten verbunden mit so einem Stückchen Buchseite, was ich in diese Form extra geschnitten habe. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, weil das schaut ein bisschen blöd aus da mit dieser Ecke. Entschuldigung. Vielleicht finden wir eine andere Seite, wo wir das drauf machen können. Hier würde das auch nicht schlecht aussehen. Vor allen Dingen, wenn man da auch nochmal die Verbindung mit dem Blau hat, denn so hat man jetzt nur hier auf der Seite das Blau und hier würde das jetzt nochmal ganz gut, ja, so machen wir das. Das hier ist eigentlich doppelt, aber das ignoriere ich jetzt mal. Ja, ich möchte das gerne dahin haben. Ja, das schaut doch nicht schlecht aus, oder? Wenn das jetzt getrocknet ist, kann man hier oben was reinstecken, hier ein bisschen was Kleineres und hier hinter kann man auch noch was stecken. Guck mal, das passt gut. Dieses kleine Grüne da, das passt sehr gut zu diesem Papier. Und ich würde vorschlagen, wir machen hier eine Tasche. Schneide ich das hier ab. Vielleicht ist das gerade ein bisschen breit und schief. Und da, glaube ich, schaut es sehr schön aus, wenn man das auf ein kaffeegefärbtes Papier nochmal draufsetzt. So, ich habe das jetzt schon mal so ungefähr auf die Größe geschnitten, wie das eigentlich sein müsste. Hier oben habe ich ein bisschen mehr Platz gelassen, damit ich das jetzt... Boah, was ist heute mit meinem Hals? Entschuldigt bitte, ich habe irgendwie so einen Frosch im Hals heute. Das gibt es überhaupt nicht. Dass ich das hier oben noch ein bisschen umschlagen kann, damit diese Einsteck... Kante später gut geschützt ist. Dann drehe ich mir das einmal gerade so um und klebe nur hier oben diese Lasche gerade mal fest. Dafür nehme ich jetzt Prittstift. Das ist ein bisschen einfacher, weil das halt einfach ja, gleichmäßiger, ne, sich auftragen lässt als der andere Kleber. Dann können wir... Ich finde, das schaut so schön aus mit dieser Zahl da. Dann können wir hier etwas reinstecken, also eine Journaling-Karte zum Beispiel. Oder hier kann man jetzt auch noch was reinschicken. Natürlich nicht so was Großes, ne? Aber das ist jetzt nur zur Demonstration. Okay, schauen wir mal, was haben wir denn hier noch? Wir haben auf jeden Fall noch so eine Seite, die noch überhaupt nichts hat.
die mich noch sehr nervt, weil das ist jetzt einfach nur die Rückseite von dieser Buchseite, die ich da verwendet habe. Das passt sehr schön zu den Farben im Hintergrund. Also könnten wir vielleicht hier auch noch so ein kurzes Bellyband machen. Das würde ich doch gar nicht schlecht finden. Da mache ich das auch so, dass ich das hier mal abschneide. Auf die richtige Länge, wie die Seite hat. Ja, oder auch nicht. Ein bisschen zu kurz, aber das macht nicht. Also schaut sogar viel besser aus. Wenn dieses Goldene da oben noch so ein bisschen durchguckt, dann können wir uns hier einfach mal anschauen, was da gut drauf passen würde. Ja, das ist doch schon eigentlich perfekt. Und guckt, es ist jetzt eigentlich egal, welches Teil ich nehme. Es passt immer. Das Blau kommt ja sowieso überall vor. Das Gold kommt irgendwo überall vor. Also nicht überall, aber stellenweise, oder? Und hier zum Beispiel ist jetzt diese grüne Distress Ink und die ist hier auf der Seite dahinter auch. Und dadurch, dass die hier auch ist, passt das hier perfekt zusammen. Auch wenn dieses Blau jetzt relativ vordringlich ist, passt das trotzdem perfekt zusammen. So, ich habe das jetzt hier mal ein bisschen auffälliger noch genäht. Das ist natürlich auch eine Variante, dass man da zweimal so drumherum näht und nicht nur das Teil an sich festnäht, sondern hier nochmal so einen Rand mit der Naht drumherum setzt. Hier nutze ich jetzt auch diese Farbe von dieser Seite dahinter. Ich habe jetzt die Schrift sozusagen da verschwinden lassen. Sodass aber dieses Grünliche hier von der Seite, was hervorragend zu dem anderen passt, da noch zu sehen ist. Was ist denn mit dieser Seite? Ich schaue da auch ein bisschen eigenartig aus. Hier würde ich eigentlich gerne eine größere Tasche machen, die wirklich die komplette oder fast die komplette Seite abdeckt, sodass man das von hier oder von oben reinschieben kann, je nachdem, was wir jetzt hier noch so an Materialien finden, was wir da noch so zur Verfügung hätten. Schauen wir, wie das alles hier so von der Größe her hinkommt. Achso, das ist so doppelt, aber das ist ja auch nicht schlecht. Könnte man das vielleicht sogar irgendwie so machen, aber das würde farblich sehr schön zu der Landkarte da hinten passen. Ja, oder wir machen hier so einen kleinen Block. Das könnte man natürlich auch machen, ne? Das ist auch eine gute Idee. Sorry, muss gerade meine Meinung ein bisschen abändern. Wir könnten hier, ja, ich habe hier noch diese Seite und wie man sieht, ist die sehr filigran, die reißt so volle ein. Ne? Das ist aus einem ganz, ganz alten Kinderbuch und die ist so filigran, diese Seite. Ich hab das vorher irgendwie nicht richtig bedacht. Habe das schon gemerkt, als ich die von der Jellyplate runtergezogen habe, als ich diesen Abdruck hier gemacht habe. Ich gedacht, uiuiui, ganz schön filigran das Teil. Nichtsdestotrotz kann man das natürlich wunderbar benutzen, um das hier als Abdeckung für diese dumme Schrift da unten drunter zu benutzen. Oh, ja, das kriegt man. Guck mal, wie leicht das reißt. Ja, das ist echt brutal. So. Und was ist mit der Höhe? Ja. Das werde ich mal vollflächig hier aufkleben. Und dann kann man nämlich hier auch schreiben. Und dann könnte man das hier vielleicht einfach so da drauf setzen, aber vielleicht andersrum. Da gehe ich schon drauf. So. Ja, das finde ich ganz cool. Und dann nehme ich jetzt einfach eine Büroklammer. Denn dann kann man diese kleine Karte auch noch einfach abnehmen und was drauf schreiben und später wieder hier so dran zurückstecken. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hier muss irgendwas Rundes drauf. Und ich habe jetzt hier tatsächlich so ein rundes Element, was natürlich jetzt mitten in der Snippet Roll ist. Ne? Das ist jetzt ein bisschen witzig. Aber das macht nichts. Wir werden das trotzdem verwenden. Ich weiß nur nicht, was meine Stanze jetzt macht, wenn ich hier jetzt durchstanze. Die wird mir jetzt die Fäden wahrscheinlich komplett wegziehen. Gucken, ob sie das überhaupt schafft. Boah, ich bin überrascht. Okay, geh wieder zurück, du blödes Ding. Ja, da muss man ein bisschen gucken, weil wenn da die Fäden sind, kann man das ein bisschen so abreißen. Das schaut nämlich jetzt richtig interessant aus.
So. Guck mal da, durch diese ausgerissenen. Also ich habe es jetzt extra so abgerissen. Ich hätte es auch vorsichtig abschneiden können, dann wäre der Kreis ganz schön rund geworden. Aber warum soll man das nicht mal so machen? Das ist doch perfekt. Ich habe das ganze Ding, dieses ganze Journal, jetzt schon so auch angelegt, dass man am Ende noch ein bisschen was machen kann. Also, ne, dass das nicht zu fett wird und dass auch der neue Besitzer oder die neue Besitzerin da noch was damit anfangen kann und wirklich was damit tun kann und nicht nur angucken und in den Schrank stellen, weil das ist entgegen einiger Aussagen von euch kein Journal fürs Museum. Ich danke euch sehr, dass ihr das so aufgenommen habt, als ich euch das Cover gezeigt habe, wie ich das gemacht habe. Ist diese Aussage mehrfach gefallen. Es schaut aus, als könnte man das ins Museum stellen. Aber dieses Journal ist natürlich nicht fürs Museum gedacht, sondern zum Benutzen, dass irgendjemand noch Freude, was heißt noch, dass irgendjemand Freude daran hat und nicht, dass es nicht irgendwo im Museum steht und die Leute vorbeilatschen und sich das nur anglotzen. Dafür ist das ein bisschen zu schade, würde ich mal sagen. Das hier kommt jetzt jedenfalls hier hin. Und das hat den ganz einfachen Grund, dass ich da jetzt auch noch mal eine Verbindung schaffen kann zu diesem kleinen Stück, was ich da gerade aufgeklebt habe und auch zu diesen äußeren Spitzen. Das ist nämlich die gleiche. Okay. Hier haben wir sehr viel Blau auf der Seite und guck mal, wie ich das hier gemacht habe. Hier habe ich dieses Foto aus diesem relativ glänzenden Buch verwendet und habe diese Journaling-Karte genommen. Also es ist einfach so eine ganz normale Karte. Ich glaube, die war mal wie heißt der blaue Laden? Teddy. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das war auf so einem Block vom Teddy. Und ich finde, das passt total schön dazu. Dieses Marmorierte schaut ein bisschen aus so wie Wellen. Und da habe ich das mal hier so reingesteckt. Aber ich finde, es könnte etwas kleines, drittes Blaues irgendwo da sein. Und wenn man jetzt seine Snippet Roll schon relativ stark zerschnitten hat, dann hat man immer mal wieder so kleine Abschnitte. Wo ist denn jetzt der kleine Abschnitt hin, der hier gerade war? Hey, bin ich jetzt komplett blöd oder was? Hier war doch gerade so ein kleiner Abschnitt, der ist jetzt irgendwie weg. Jetzt habe ich mir selbst meinen Übergang zerstört. Hier ist er. Da guckt euch das an. Manchmal hat man hier so kleine Abschnitte, so wie diesen hier zum Beispiel, wo man jetzt sagen könnte, den könnte man vielleicht irgendwo so dran setzen. Dieser hier schaut jetzt nicht mehr weiß wie interessant aus irgendwie, aber vielleicht. Vielleicht hier unten, ey, das wird sich gerade so ausgehen mit dem Ding da. Mit dieser kleinen Klemme da. Das wird sich gerade so ausgehen, wenn man den hier hinkleben würde. Und genau das werden wir auch tun. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich den nehmen möchte, weil der natürlich sehr krass blau ist. Oder ob man sich einen abschneidet, der vielleicht nicht ganz so extrem ist. So wie dieses hier zum Beispiel. Das schaut ja auch sehr schön aus. Da ist auch dieses Rot jetzt nochmal, was wir da so haben. Ja, das schaut sehr schön aus. Okay, das machen wir jetzt mal so. Alles klar, haben wir verstanden. Nehmen wir das hier so. Und eigentlich müsste ich das jetzt reißen, weil das da unten auch gerissen ist. Versuche ich das mal. Boah, das ist gar nicht so leicht wegen dieser Fäden. Dann hat man das nämlich irgendwann so, wenn man das gerissen hat. Und dann mache ich es einfach hier so und schneide das hier ab. Boah, da kommt mir gerade noch eine andere Idee. Also. Ich weiß nicht, was momentan mit mir los ist. Das muss an euch liegen. Das muss einfach an euch liegen. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade eine Idee gekriegt. Darüber habe ich noch nie vorher nachgedacht. Gib mir eine Sekunde. Wie wundervoll diese kleine Perle da zu dem Ticket passt. Unglaublich. Also hier werde ich auf jeden Fall im Nachhinein, das mache ich natürlich jetzt auch nicht in dem Video, ich will euch nicht zu Tode langweilen, ich werde hier auf jeden Fall noch mit Mod Podge drüber gehen, denn wenn man da drauf drückt, die Perlen, die sind sehr teilweise sehr locker, manche fallen ab, das interessiert mich jetzt nicht, das kann man später hier so rauswursteln, das ist nicht so schlimm, aber ich möchte natürlich, dass die da erhalten bleiben und dass die nicht mit der Zeit, mit Benutzung abfallen. Das werde ich auf jeden Fall komplett alles versiegeln, jedes einzelne Teil, jeden einzelnen kleinen Fleck hier, weil mir ist es sonst zu gefährlich. Aber ja, nur mal so zur Information. Aber so schaut es doch total schön aus. Oder jetzt sieht das so aus, als wenn das da so festgehalten wird durch das Ding.
Okay. Zu meiner anderen Idee. Da hatte ich da gerade so eine Idee. Jetzt muss ich aber mal hier eine passende Seite finden, wo man das durchführen könnte. Vielleicht sogar hier. Die haben wir jetzt auch noch so eine Schrift im Hintergrund. Das ist relativ länglich. Das ist dieser Hinterteil von diesem Briefumschlag hier. So, und jetzt passt mal auf. Wie wäre das? Na, dieses Teil ist nicht so geeignet. Wenn wir jetzt ein Stück von dieser Rolle nehmen. Und dann. Nicht dieses, Luise, nicht dieses. Ein anderes. Was ein bisschen schmäler ist. Dieses ist relativ schmal. Setzt aber da diese extremen Teile drauf. Ich suche etwas, was ich recht leicht durchschneiden kann. Beziehungsweise nicht schneiden, sondern reißen. Das gefällt mir gut in Kombination mit dem Grün. Okay, pass auf. Wie muss man das jetzt machen? Das habe ich mir gerade gedacht, als ich das eben gerissen habe. Wenn man das reißt und man lässt die Fäden dran, dann entsteht dazwischen hier ja so ein kleiner Abstand. So. Und, upsala. Muss man natürlich jetzt vorsichtig reißen. Moment, ich muss das mal gerade neben dem Kamerabild machen, weil sonst bröselt mir das, was jetzt dabei natürlich, das ist logisch, ne, dass da was runterbröselt. Das, was da jetzt runterbröselt, das bröselt mir sonst alles da in das Journal rein. Ein Moment, ich hab's gleich. Ihr könnt ja derweil schon mal. Guckt euch das mal an. Also, das ist doch wohl toll. So. Jetzt habe ich das erstmal, also das habt ihr jetzt nicht gesehen, wie ich das gemacht habe. Ich habe das jetzt einfach, ne, so wie das erste hier auch, durchgerissen, das nächste gerissen, aber diese kleinen Fäden, die sind hier noch dran. Und dadurch wird das Ganze natürlich länger. Also das heißt, du musst dir ein Stück nehmen, was auf jeden Fall lang genug ist, aber wenn du das reißt, wird das ja ein Stück länger, weil diese Abstände dazwischen ja entstehen, oder? So, und wenn ich das jetzt hier habe. Da unten ist es gerade, da ist es geschnitten, dann schneiden wir es da oben auch. Ich ziehe das jetzt so auf die Länge, wie das hier sein kann, sodass es da oben abschließen kann. Mache ich mir hier kurz mal die Schere so dran, sodass ich das hier abschneiden kann. Und jetzt habe ich das so. Und ich finde das sehr interessant, wie das im Hintergrund aussieht, denn da hat man jetzt diese drei Farben. Dieser Jellyprint passt total gut hier dazu. Man sieht noch dieses hier und auch ein Stück von dem Weiß. Und jetzt frage ich mich gerade, wie man das am gescheitsten aufklebt. Ihr glaubt nicht, was mir jetzt gerade passiert ist. Boah, jetzt habe ich gerade gesagt, ne, ich muss mal kurz darüber nachdenken. Drück auf Stopp bei meiner Kamera, oder? Auf einmal schaltet sich mein Handy komplett aus und als ich es wieder eingeschaltet habe, hat es zuerst so ausgesehen, als wären alle Videos weg. Dieses und die anderen, die ich schon bereits aufgenommen, aber noch nicht geschnitten und nirgendwo gesichert habe. Aber es ist gerade wirklich für einen Augenblick das Herz stehen geblieben, weil ich gedacht habe, jetzt war alles für die Katz. Alter Schwede. Sollte ich etwas konfuser sein, als ich sowieso schon bin, entschuldigt bitte, aber das war jetzt gerade alles andere als lustig. Jedenfalls ist hier die Lösung. Guck mal, ich habe jetzt einfach hier nochmal drüber genäht, beim Nähen diese Teile auseinandergehalten mit meinen Fingern, sodass dieser Abstand bleibt. Und jetzt habe ich hier so eine kleine Wurst. Keine Ahnung, ob das eine professionelle Nähmethode ist, wahrscheinlich nicht, aber das ist jetzt sehr stabil, sodass man das jetzt hier einfach auch nochmal wie so ein Bellyband aufkleben kann. Ich habe jetzt da oben eine relativ große Fläche. Ja doch, aber das können wir ja trotzdem mit Buchbindeleim ankleben. Dann hält das wenigstens gescheit. Oh, also das war jetzt nicht witzig für meine Nerven. Also ganz ehrlich. Jetzt habe ich wirklich gedacht, also hab mich schon innerlich das Ganze nochmal machen sehen. Brutal. So, tun wir das mal hier so drauf.
Was jetzt hier sicherlich auch kein Schaden wäre, wenn man doppelseitiges Klebeband genommen hätte, habe ich jetzt gerade nicht drüber nachgedacht. Das wäre sicherlich auch eine gute Lösung, um sowas festzukleben. So, machen wir das mal irgendwie hier so ein bisschen mittig. Das darf da oben auch ruhig ein bisschen schief sein. Schief ist immer gut. So, jetzt kann man das hier so hochklappen und hier unten auch Kleber drauf machen. Dann hat man hier ein etwas außergewöhnliches Bellyband. Und wenn einem das noch nicht außergewöhnlich genug ist, Moment, gerade hier so ein bisschen, das muss man jetzt natürlich so ein bisschen ziehen, dass das hier in der Mitte, also diese losen Teile, dass die nicht zu sehr hoch stehen, weil das könnte jetzt beim Umblättern dann etwas blöd sein, aber so geht das ganz gut. Jetzt könnten wir hier eigentlich uns mal sowas rausholen und sowas. Und dann könnte man. Upsala. Jetzt. Oh! Könnte man hier vielleicht so einen Bulb-Pin dran machen? Denn das ist ja jetzt hier ganz stabil. Und vorher ziehen wir hier noch so eine kleine Münze drauf. Dann haben wir da auch nochmal den Zusammenhang zu außen, zu diesem Äußeren, was ich da gemacht habe mit diesem kleinen Dingel-Gedangel-Gedöns. So. Also das gefällt mir ganz gut. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so viel Gold verwenden werde in meinen Journals. So. Zurück zur Normalität. Hier haben wir auch noch so eine Seite, die echt irgendwie langweilig aussieht. Ich habe hier noch so eine wunderschöne Karte. So, das ist so eine alte Spielkarte mit so einer Libelle drauf. Die schaut zwar von hinten eigentlich ganz schön aus, also die könnte man auch zum Schreiben benutzen. Aber ich denke jetzt gerade, ob man daraus vielleicht auch irgendwie noch so eine kleine Tasche machen könnte. Naja, gut, oder wir machen vielleicht hier unten was, wo man die dann so reinstecken kann. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Das schaut schön aus, finde ich. Manchmal muss das gar nicht so. Wenn hier so Schrift ist und da auch so Schrift und hier auch so relativ viel Schrift, finde ich, muss hier hinten auf der eigentlichen Buchseite gar nicht so viel sein, wenn hier unten was ist. Also, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie für euch Sinn ergibt, was ich hier so erzähle. Das hier wäre doch schon eigentlich nicht schlecht. Oh, das hat eigentlich genau die richtige Breite. Das ist da oben auch so ein bisschen abgefutzelt, logisch, durch die Machart dieser ganzen Sache. Deswegen werde ich auch da etwas dahinter setzen. Und ich denke mal, dieses Papier bietet sich da sehr an, wenn es denn groß genug ist. Ja, das bietet sich ganz gut an. So. Und könnte man das hier hinmachen? Was haben wir denn hier auf der anderen Seite? Ja, das können wir ruhig nach zur anderen Seite umschlagen gleich. So. Kann man das hier so umschlagen. Und dann können wir diese kleine schöne Karte hier so reinstecken. Aber ich finde, da fehlt noch etwas Größeres im Hintergrund. Die Karte geht da so ein bisschen unter. So, vielleicht, das passt hervorragend zu dieser kleinen blauen Blume da. Hier würde ich gerne, wo ich das hier umgeklappt habe, auch noch ein kleines Stück von dieser Snippet Roll draufsetzen. Hier kommt jetzt das erste Mal wieder so ein bisschen Blau zum Vorschein. Das heißt, wir könnten hier noch was machen. Ja, und ich weiß nicht, aber geht euch das auch manchmal so, dass Bellybänder eine richtig gute Lösung sind? Bellybänder lösen sehr viele Probleme, bin ich der Meinung. Und auch wenn man sich jetzt da sowas rausgeschnipselt hat, dann könnte man ja dieses Loch da noch benutzen, indem man da noch irgendwas Besonderes macht.
Das ist sehr filigran hier am Rand. Das heißt, wir brauchen als allererstes mal etwas, wo wir das draufkleben können, so dass das Ganze in sich etwas stabiler wird. So, das schaut jetzt mal so aus. Dann hat man hier in der Mitte noch so einen kleinen Platz, wo man dann auch noch irgendwas hinschreiben kann. Bietet sich ja ganz gut an für ein Datum oder irgendwie so eine kleine Überschrift oder sowas. Sowas finde ich immer ganz interessant eigentlich in so einem Journal, dass man auch wirklich so kleinere Stellen hat, wo man so besondere Dinge aufschreiben kann. Eben so, ne? Kleine Sprüche oder eben solche Sachen wie Datum, einen Namen oder irgendwas ganz Besonderes, eine Überschrift für das, was man da sonst noch so aufschreiben möchte. Man hat ja hier noch ziemlich viel Platz. Hier kann man weißes Gesso draufstreichen, dann kann man da schreiben und so weiter. Oder was man hier dahinter steckt, kann man zum Schreiben benutzen. Und dann hat man hier die Möglichkeit, ja, so eine kleine Überschrift zu schreiben für das, was sich dahinter befindet. Oder wenn man ein Foto dahinter steckt, kann man hier aufschreiben, wann das war oder wo das war und so weiter. So. Ich hoffe, euch gefällt das auch. Jo, ihr Lieben, ne? Ich werde da mal hier noch so ein bisschen weitermachen und die anderen Teilchen hier auch noch so ein bisschen verbauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von dieser kleinen Idee hier. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich eure Snippet Rolls in den nächsten Tagen irgendwo sehen würde. Wenn ihr die zum Beispiel auf Instagram postet, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich da markieren würdet. Da könnt ihr dann einfach @LuiseHeinzel hinschreiben, so wie es unten auch im Bild eingeblendet ist. Und wenn ihr mir ganz was Gutes tun wollt, dann schreibt ihr da noch hin Hashtag Junk Journal Art mit Luise Heinzel. Auch das ist unten im Bild eingeblendet. Neben meinem Logo, ganz klein zwar, aber ich denke, das kann man trotzdem lesen. Da würdet ihr mir natürlich einen sehr großen Gefallen tun, weil ich dann einfach eure Beiträge wesentlich leichter finden kann, als wenn ihr die einfach so postet, weil ich bin ja nicht mit jedem von euch auf Instagram befreundet oder so, ne? Also ich folge nicht jedem von euch. Das wäre völlig unmöglich. Und deswegen ist es für mich wesentlich leichter, eure Beiträge zu finden, wenn ihr mich da in dieser Art und Weise markiert habt, eben @LuiseHeinzel, Hashtag Junk Journal Art mit Luise Heinzel. Sodass ich dann mir das angucken kann, was ihr da gemacht habt und selbstverständlich das auch kommentieren kann. Und vielleicht finde ich ja sogar auch noch die eine oder andere neue Idee. Ich bin davon ganz überzeugt, weil das ist in den meisten Fällen so, dass ihr mich zu sehr außergewöhnlichen Dingen inspiriert. Schon in der Vergangenheit oft so passiert, also wird das in der Zukunft auch so sein. Ich werde euch in den nächsten Tagen noch einen kompletten Flip-Through von dem fertiggestellten Journal zeigen. Ich muss jetzt hier noch so ein bisschen so Kleinigkeiten machen, hier, ne, so Karten ein bisschen ergänzen und so weiter. Und da wird jetzt noch ein bisschen was passieren in diesem Journal. Die ein oder andere Kleinigkeit, die noch dazukommt, die ein oder andere Kleinigkeit, die hier noch erledigt werden muss. Und dann zeige ich euch einen kompletten Flip-Through von dem ganzen Journal. Und da könnt ihr auch dann die anderen Snippet-Rolls, die jetzt hier noch übrig sind. Ich habe hier noch ein bisschen was übrig, das hier, und da liegt noch ein bisschen was rum. Wie ich das eingesetzt habe, könnt ihr dann auch noch sehen, wenn ihr möchtet, wenn ihr euch diesen Flip-Through anschaut. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich hoffe, diese kleine Idee hier hat euch ein bisschen gefallen. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wollte zum Abschluss hier nochmal das hier mal so hintun. Ich wünsche euch alles Gute, bastelt euch was Schönes, bleibt gesund. Tschüssikowski!